Hört ihr das? Das Weinen des Wetters. Habe ich Ihnen gestern eine. Ja, habe ich. Das Weinen und das Stürmen des Wetters. Den Tod. 32, die zur Ernte bereit sind. Hört ihr das? Morgen wird es wieder klar und sonnig. Wir nehmen den Kaffee wieder mit, damit wir auch Herbert oder wie der heißt hier. Nee, Harvey. Harley, Ha, irgendjemand. Oh, unsere Blumen und es ist kein. Hallo. Hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Ich teile das nur mit guten Freunden. Lachsmahlzeit. Cool. Ich habe keinen Lachs und ich mag keinen Fisch, aber. Cool. Einundfünfzigtausend. Ich will echt mal gleich nach Sachen gucken. Dann wird er wieder jede Menge Bomben kaufen. Ja, Gewitter. Oh, guck mal, wie das alles blitzt. Also zumindest zwei. Die anderen fangen auch an, oder? Oh Gott, bitte. Scheiße, ich dachte, ich habe da Kornblumen gemacht. Scheiße. Hier Mohn. Okay. Einmal bitte. Ach, das ist Mohn. Hä, wo sieht Mohn denn so aus? Dammit! Mohn sieht doch nicht so aus. Ich weiß mir egal, ob das Blumen. Mohn sieht doch nicht so. Hä, Mohn habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Irgendwie Monika. Irgendwie Monika habe ich das mir vorgestellt. Vielleicht auch ein bisschen Dämoniker. Aber irgendwie habe ich. Ich habe. Weiß nicht. War nicht was fertig? Ach ja, die Blumen. Ja, das zählt ja. Ja, stimmt. Die enttäuschen einen kleinen Blumen. Nein, hör auf, die Eier zu essen. Ja, die Enten sind auch schon völlig verstört wegen dir. Rabbit, 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 Rabbit. So, die Kuh melken wir trotzdem. Da kommen wir nicht drum rum. Ich weiß auch gar nicht, was wir als nächstes mal ausbauen hier. Wir haben schon wieder Störleicht. Ich glaube das nicht. Ich krieg Störleicht panisch. Okay, die drei gemischte Saat kannst du dir auch sonst wohin schieben. Mach ich mir. Die schiebe ich mir jetzt auch sonst wohin. Zack, weg. Weg. Hier ist es Dienstag. Huch, ich habe aus Versehen rausgeklickt. Case. Es tut mir so leid. Mein Leben. Es ist ein erbärmlicher Witz. Schau mir an. Warum versuche ich überhaupt? Ich bin zu klein und dumm, um die Kontrolle über mein scheiß Leben zu gewinnen. Ich bin nur ein Stück Müll, das vom Wind davongetragen wird. Ich komme in letzter Zeit oft her, schaue herunter. Vielleicht kann ich hier die Kontrolle über mein Leben erlangen. Diese Klippe. Aber ich habe zu viel Angst. Bin zu besorgt, wie immer. Case, alles, was ich mache, ich arbeite, ich schlafe, mich betrinken, um meinen Selbsthass zu vergessen. Warum soll ich weitermachen? Sag's mir. Sag mir, warum ich nicht jetzt sofort diese Klippe runterrollen sollte.
Oh Mann, der tut mir super leid, Alter, ehrlich. Oh Gott, der tut mir, oh Mann, der tut mir mega leid, weil es so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Jazz braucht dich. Du bist wie ein Vater für sie. Es wäre eine Sünde, ist das auch ein, also die Entscheidung ist deine, aber ich bin immer für dich da. Oh, das ist viel zu wichtig, die Frage. Ihn den Zwang auf, ne? Es wäre eine Sünde, klingt irgendwie scheiße. Eigentlich können wir ihn ja auch nicht selbst die Entscheidung dafür abnehmen, aber ich würde echt das Letzte nehmen. Oder? Weil es so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt, das hat er, das sieht er nicht mehr. Das kannst du ihm sonst noch so oft erzählen, wie du willst, das sieht er nicht mehr. Jazz braucht dich, ist eigentlich so ein... Ja, natürlich, Jazz... Er mag Jazz, er mag seine, ja, kleine Schwester ist es ja nicht wirklich, aber er mag seine kleine Schwester, sagst du trotzdem. Das hat man ja gesehen, als wir ihn schon mal betrunken bei sich zu Hause gefunden haben, dass ihm das leid tat und die Schwester mag ihn ja auch. Es wäre eine Sünde, ist das Dümmste, aber das hier ist eigentlich... Danke, ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Case... Vielleicht könntest du mich ins Krankenhaus bringen. Oh, der tut mir so unsagbar leid. Ach Mann. Ich habe ihn den Magen ausgepumpt und ihn rehydriert. Er wird's überstehen. Es ist aber gut, dass du ihn hergebracht hast. Zu viel Alkohol ist furchtbar für den Körper. Aber jetzt mache ich mir am meisten Sorgen wegen seiner mentalen Gesundheit. Wenn er zu sich kommt, werde ich mit ihm über eine Behandlungsoption reden. Ich kenne da einen exzellenten Berater in der Nachbarschaft. Macht Nachbarstadt zu. Das Leben kann manchmal schmerzhaft sein. Aber es gibt immer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Daran musst du immer glauben. Und es braucht immer nur einen einzigen Freund, damit man sich wieder besser fühlt und damit man wieder auf die Beine fällt. Eine einzige Person, die an einen glaubt. Eine einzige Person, die einem zeigt, dass man das, oder der, wo man sich gewertschätzt fühlt. Eine einzige Person, die dir das Gefühl gibt, irgendetwas wert zu sein. Und schon hilft das. Schon hilft das sehr viel. Ich habe sowas ja auch durch. Nicht mit einem Alkohol, aber naja, mit von der Klippe rollen nennen wir das jetzt einfach mal. Einfach nur nett ausgedrückt von der Klippe rollen. Ich war auch schon ganz, ganz kurz davor. Aber bei mir war es nicht, weil ich mein Leben nicht auf die Reihe bekommen habe, sondern durch den Hass und die Verachtung der Leute um mich herum, die mir eigentlich was bedeuten sollten oder denen ich eigentlich was bedeuten sollte. Ich habe dein Quart vergessen. Das hat einen so ein bisschen hart runtergezogen. Und wenn man dann irgendwann nach Hause kommt, weil man das doch nicht getan hat und zu hören bekommt, man soll sich nicht so anstellen, dann, ja, ist das Ganze schon, naja, was soll man sagen, ne? Es ist halt scheiße. Es ist etwas, was einen tatsächlich unsagbar zerreißen kann. Mehr als sich diese Personen, die einen das antun, vielleicht gar nicht vorstellen können. Weil sie das vielleicht selbst gar nicht so sehen oder vielleicht selbst noch nie gefühlt haben. Und mir hat halt einfach damals geholfen, so feige wie es ist, weglaufen. Das ist das Einzige, was mich am Leben gehalten hat. Weglaufen. Weil ich damals weggelaufen bin, bin ich immer noch hier. Und man sieht, es hat sich alles zum Besseren gewandelt. Ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund, ich habe ein eigenes Haus. Ich habe eine Arbeit, die ich gerne mache. Ich habe eine Arbeit, wo ich gut Geld verdiene. Ich komme gut durchs Leben, mir geht es gut. Es kann nie schlimmer sein als... Wenn man, ja, was soll ich sagen, es kann halt nicht schlimmer sein, wenn man schon ganz unten ist, kann es eigentlich nur noch bergauf gehen.
Und man muss immer, immer selbst dran glauben. Und man muss irgendwann wirklich mal so einen Cut setzen, wie ich das hier gemacht habe, dass man einfach sagt, so will ich einfach nicht mehr. Ich kaufe nochmal Mohn. 8 Stück. Dass man einfach sagt, so will ich nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Weil im Endeffekt ist man ja doch auch selbst was wert. Und man fühlt auch noch so einen kleinen Funken von sich selber in sich, wo man sich doch denkt, ich bin was wert. Ich hatte damals niemanden gehabt, der mir sagt, dass ich was wert bin. Ich hatte nicht, ne? Es gab keinen, mit dem ich reden konnte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe es einfach selber gemacht. Und bei mir war es halt einfach, ja, wie gesagt, ich bin weggelaufen. 850 Kilometer weit. Einfach von Norddeutschland nach Süddeutschland. Und dann einfach da gelebt und gearbeitet. Fertig. Mehr gearbeitet als gelebt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, dann können wir das wieder anpflanzen, damit das hier... Oh, die sehen aber nicht schön aus, die Blumen. Nein, ich habe gehofft, dass die sehen ein bisschen knackiger aus, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was wir heute noch machen. Ah ja, warte. Wir müssen nochmal... Oh, das habe ich jetzt durch diese ganzen melancholischen Gedanken und dieses ganze... Ja, man... Ja, es ist halt doch noch im Kopf drin, ne? Nein. Es ist halt doch alles noch im Kopf drin und man spürt es halt immer. Es ist auch nie weg und es wird auch niemals ganz weggehen. Aber es macht nichts, weil man irgendwann damit lernt zu leben. Wenn man dann auch noch Leute hat, die zu einem stehen und einen so akzeptieren, wie man auch ist, egal wie man ist, dann wird sowieso alles besser. Dann kommt auch wieder die Sonne ins Leben. Kumpel! So. Meerjungfrauen-Amulett. Das ist genau das, womit wir unsere Angetraute, die wohl voraussichtlich Abigail sein wird, heiraten können. Ich habe das jetzt gar nicht so gelesen, weil ich eher unter Stress gesagt habe, schnell, schnell, schnell. Ist zufällig Willi da? Ja, ist der. Er ist großartig, ich weiß. Ein wahrer Anlass hat Respekt vor dem Wasser. Ja, ist nass draußen, deswegen bin ich hier drin. Zu viel Respekt. Vorher kleines Aquarium, Angler, Doppelbett, Forellensuppe. Naja, macht wenigstens Fischen plus 1. Das ist ja auch schon viel. Hallo Sebastian. Sebastian wirkt auch wie so ein Fake-Emo. Weiß ich nicht. Der wirkt wie so ein Fake-Emo. So. Ich habe immer noch keinen Quarz für dich. Warte, ich versuche den zu holen. Warte. Ja. Ich gucke, ob ich den hole und ob ich dich dann nochmal antreffe. Weil es ja doch schon wieder 17 Uhr. Ich habe mir den Kork jetzt einfach mal gekauft. Damit wir uns irgendwann mal darum kümmern können, dass wir echt so einen Fisch mal fangen, wa? Jetzt war ich aber auch ein bisschen abgelenkt von dem Ganzen hier. Von dem ganzen Gespräch, dass ich gar nicht genau wusste, was ich noch machen wollte. Aber ich vermute mal irgendwas. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Ich hätte gerne nochmal die Blume für Shane. Ich weiß aber nicht, ob ich den tatsächlich heute noch antreffe oder ob der jetzt wirklich im Krankenhaus liegt. Für den Tag. Oder ob ich ihn gleich mit Alkohol in der Hand und in der Kneipe treffe. Hey Case, in letzter Zeit irgendwas Interessantes? Hihi, nun, man sieht sich dann. Ich vermute mal, der hat gerade soeben zugemacht. Da gab es nichts für uns. Willi, Sebastian. Oder Sebastian.
Ich weiß nicht, ob ich da noch reinkomme. Nope, komme ich nicht mehr. Ah, Mann, wir haben kein Glück hier. Den treffe ich auch bestimmt nirgendwo mehr so schnell an. Oder? Danke dir. Die Regentropfen sind auf dem Metalldach unseres Wohnwagens wirklich laut. Es ist aber beruhigend. Ja, Regen ist beruhigend. Es wäre nur Shane. Oh, Shane würde mich so interessieren, weil... Oh Mann, der tut mir wirklich so unsagbar leid. Weil man halt einfach mitfühlt. Das habe ich am liebsten, danke. Bitte? Es ist furchtbar kalt, oder? Was für ein erbärmlicher, was für ein dämlicher Tag. Der tut mir nicht leid. Der ist einfach nur alt und griesgrämig. So fies wie es ist, der tut mir nicht leid. Mich interessiert aber einfach, ob Shane hier jetzt drin ist. Verdammt! Jetzt sollten wir mal bei ihm zu Hause vorbeischauen. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Normalerweise würde ja der da tatsächlich stehen. Aber vielleicht ist er wirklich für diesen einen Tag einfach noch im Krankenhaus drin. Also kann ich ihn jetzt keinen Antrag machen, wo er gesoffen hat wie so ein Loch. Ja, irgendwann wäre... Ja, es wäre so cool, wenn man vom Blitz getroffen wird und einfach so in dem Moment tot umfallen kann. Das wäre so nice. Okay, ist auch zu. Okay, sei es zu. Es ist alles zu. Wirbelwabelt alles. Ja, für jeden Blitzeinschlag. Oh, nice. Ich glaube, das war für jeden Blitzeinschlag, dass das denn so passiert. Kann auch sein, dass ich nur wieder Schmuckels rede. Schmuckels. So. Dann möchte ich gleich nochmal nach oben fahren und gucken, ob wir uns irgendwelche schönen Ringe holen können. Der hat nur noch bis 22 Uhr auf, aber es ist ja auch gleich. Ist ja gleich soweit. Seid ihr gleich da? Da kommt es ja relativ schnell hin. Ob der irgendwelche Ringe oder irgendwas für uns hat, was uns irgendwie weiterhelfen kann. Das wäre auch schon nicht schlecht. Objektwiederherstellung. Ich hätte tatsächlich gerne die vier Matrosenteller wieder. Die sind nämlich echt gut. Ringe. Erhöht die Waffengeschwindigkeit, erhöht den Angriff, erhöht kritische Treffer, erhöht die kritische Trefferchance, Waffengenauigkeit, erhöht die Rücksturz 10%. 20% mehr Angriff ist natürlich nice. 20% schnellere Waffengeschwindigkeit ist ja auch nice. Muss ja nicht unbedingt leuchten, oder? Ich möchte noch mal ganz kurz... Es fehlt uns immer noch ein Tier. Pfefferrex. Steinkrabbe. Steinkrabbe bleibt Steinkrabbe, oder? Das auch, wenn sie Steinkrabbe ist. Es fehlt uns immer noch ein Tier. Und was sind Schlangen? Achso, diese Schlangen, die uns auf uns zukommen, wa? Pfefferrex ist aber auch ein schöner Name dafür. Für diesen Dino, den wir da gefunden haben. Schöner Name. Pfefferrex finde ich irgendwie cool. Es ist sehr ungewohnt, nicht zu leuchten. Merkt man einen Unterschied?
merke gering, bis gar keinen Unterschied dazwischen. Aber es staggert sich doch, oder? Also aus 20 wird doch 40 dann, oder? Das Wichtigste ist halt auch immer Geschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit. Okay, aber eigentlich könnten wir uns jetzt wieder ins Bett knützen und morgen hier, ne, machen. Wobei das dauert, glaube ich, ein, zwei Tage, bis das durch ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Guten Morgen. Nein, nicht den Störlaich essen. Bitte, bitte mach das. Bitte mach das einfach nicht. Vielleicht noch mehr Musikspieldinger. So, wir gehen aber jetzt erstmal ins Bett. Ja, ich glaube, wir haben alles erreicht. Morgen scheint wieder die Sonne. Unser Hund liegt irgendwo herum. Ab ins Bett mit uns. Wir haben es uns verdient. Und wieder so viel Geld. Wir haben es uns verdient, das Geld. Hier, der Mond. Macht aber keinen Unterschied von der Farbe her. Wäre auch sehr rassistisch. Wäre sehr rassistisch, Mond. Es wäre sehr, sehr, sehr rassistisch. Na gut. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi!